Mein Name ist Eline van Dijk und ich bin Provenienzforscherin am LWL-Museum für Kunst und Kultur. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Geschichte hinter den Bildern. Mit Ihnen möchte ich mir heute die Herkunftsgeschichte von der sogenannten Chanteuse, der westfälischen Künstlerin Ida Gerhardi, anschauen. Das Gemälde hat die Künstlerin 1903 in Paris gemalt, wo sie lange Zeit gelebt und gearbeitet hat. Die Dargestellte, Madame Dériot, die uns hier so ein bisschen süffisant angrinst, würde ich sagen, hat sie auch tatsächlich getroffen und innerhalb von 2 Abenden dieses Gemälde fertiggestellt. Bereits 1907 versucht die Künstlerin, dieses Gemälde an unser Haus zu verkaufen. Sie bat den mit ihr befreundeten Karl-Ernst Osthaus, einem Hagener Industriellen und Kunstmäzen, der in der Ankaufskommission für dieses Museum saß, das Gemälde doch an das Museum zu verkaufen. Dass dies nicht passiert ist, wissen wir aus einem Brief, den Gerhardi kurz darauf an Osthaus schreibt. Und darin sagt sie, nicht ohne Sarkasmus, das Museum hätte gut daran getan, das Bild zu kaufen oder öfter mal ein Bild von lebenden Künstlern zu kaufen. Van Gogh hätte sich vielleicht nicht das Ohr abgeschnitten, hätte er ab und zu mal eine Leinwand für 100 Mark verkauft. Warum wurde das Gemälde nicht angekauft? Der Zeitgeist damals war eben viel patriotischer gesinnt und Ida Gerhardi, die hier in französischer Manier malt, fand in ihrem Heimatland eher weniger Anerkennung. 1969 kommt es dann aber zum Ankauf durch das Museum. Wir erwerben das Gemälde von der Nichte Ida Gerhardis, nachdem man 1962 eine Ausstellung zum 100. Geburtstag der Künstlerin hier veranstaltet hatte.